Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mit den Informationen aus der Raffinerie einen Prototyp gebaut. Ich könnte den Panzer aufhalten, aber wir brauchen einen Feldtest. Theo wartet an diesen Koordinaten. Ich bleibe bei Mario. Mario. Welche Koordinaten und... Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Ich habe leider absolut keinen Plan mehr. Was? Delivers Pro hatte ich vor 7... Was? Ein Magazin. Was will der von mir? Ich habe absolut keinen Plan mehr, wo wir aufgehört haben. So leid es mir tut. Massos? Sinta? Ich lunz mal eben auf Lö-Karte. Oh Gott, Sinta? Was haben wir? Das ist alles eine Region hier? Hm. Wo ist denn unsere Hauptquest? Kauda? Trio? Ja, Trio, glaube ich, heißt das. Hier. Eine lange und gefährliche Straße. Ist das denn auf dem Weg? Ja, kurz daneben an. Aber wie viel haben wir denn hier? 4 Antennentürme, 5 Treibstoff-Tanks. Tanks. Heißt bestimmt im Deutschen Tanks. Mehrzahl von Tank im Deutschen ist Tanks. Das ist, gut, jeder weiß, was gemeint ist, ne? Also, es ist Denglisch. Jeder weiß, was gemeint ist. Es könnte stimmen. Aber gut. Ach, guck mal, das ist ja sogar hier. Was haben wir hier zu tun? Ach, das ist etwas Neues. Guck mal. Aber das ist nur ganz klein, ne? Da ist ein Turm, ein Türmchen. Da ist ja nicht viel. Ey, komm, das machen wir mal eben. Hier, komm. Ansiedlung entdeckt. Guarda Massos. Hey, was ist denn los, Jungs? Ist doch nichts. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ist Sperrgebiet. Ja, du, wisst ihr, ich, soll ich wieder gehen? Ist das in eurem... Ist das in eurem... Ich hab doch gar... Hä? Weißt du, diese Schweine. Feindkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Ja, jetzt sofort. Hier, komm. Ja, komm. Rico, stell dich nicht so an. Rico de Janeiro. So. Das hat super funktioniert. So. Verbrennen. Hier Zentrale. Unterstützung ist unterwegs. Nein, Unterstützung ist absolut nicht nötig. Das würde ich lassen. Das ist wirklich, also das ist Verschwendung. Bleibst du liegen, Kollege? Jo, ist auch besser. Ist auch besser für dich, glaub mal. So. Ich hab den ausgelöscht. So. Bringt das was? Ich glaube nicht. Nee, jetzt lass das doch mal. Hier, warte mal. Hier, tschüss. Ja. Ist ein bisschen laut, ne? Ja, ist ein bisschen... Alter. Ich sollte hier weg. Dass die alle nicht treffen, ist schon eine Beleidigung. So. Ich musste Abstand halten. Ist Corona. Unterstützung ist unterwegs. Genta. Was fehlt uns denn noch? Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Nee, brauchst du nicht. Ich bin doch hier. Oh nee, die nutzen schon wieder die Flak hier. Und den ganzen Scheiß. Alter. Ja, Spiel, könntest du mal bitte aufhören, so zu rüffeln? Was war das denn jetzt? Kollege, du kriegst jetzt richtig einen auf den Lutz. Und jetzt weg hier. Was fehlt denn noch? Ich guck mal. Ein Doppelradar. Ja, easy. Warum war das denn? Da! Es wartet auf uns. Bam! Hui, 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 hui. Zweite von 7 Ansiedlungen befreit. Das war witzig. Wo machen wir weiter? Nee, das war überhaupt nicht witzig. Ich bin fast draufgegangen, Kollege.
probier mal was, ne? Ja, das ist nur eine Schlurfwunde. Das geht wieder weg. Stell dich nicht so an, du bist Rebell. Da muss man sowas gewohnt sein. Und außerdem hatten die überhaupt keine Deckung. Deckung ist das Wichtigste. Wie Mario schon sagt, verlier niemals die Deckung. So. Ich mag das nicht. Ich mag solche Propagandaschilder nicht. Ich mag, egal für wen, ich mag die nicht. Warum kann das Land nicht einfach frei sein? Warum muss es irgendwem gehören? Freies Land ist doch das beste Land. Oder bin ich, ne, liege ich da falsch? So, eine lange und gefährliche Straße. So. Oh, im Visier der Obrigkeit. Wieso das denn? War jetzt hier was? Wurde mir nichts angezeigt. Ich weiß es nicht. War da jetzt so eine Mini-Station? Hätte ich da irgendwas kaputt machen können? Hätte ich das befreien können? Ich weiß es nicht. Svenja. Ich dachte, ich krieg noch die Kurve. So. Waffen. Ja, Waffen klingt gut. Och, Mario. Ach, Mario sag ich schon. Rico. So. Nee, nimm die mal bitte. Das Ding sieht tödlich aus. Ja. Ja, warte mal, das ist doch hier die Rebellion. Was macht der Kollege denn jetzt hier? Nee. Du kannst mich mal. Oh. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Hä, hier ist doch niemand. Hier ist keine Sau. Außer er hier. Was ist mit ihnen? Die sind Freiberufler oder was? Nee. Verstärkung ist unterwegs. Nee. Durchhalten, Bodenteam. Gäbe ich mir nicht. Ciao. Alter. Nee, ciao. Mach's gut. Ja, jawohl. Handbremse? Bei einem Motorrad gibt's eine Handbremse? Da ist eine Ziege! So, wisst ihr was? Ich bin jetzt mal richtig arschig. So. Ich weiß nicht, wohin ich muss, aber es ist mir auch egal. Aua. Oh, ich spiele wieder so bescheiden, ne? So kindlich. Vielleicht mögt ihr das ja, ne? Weiß man ja nicht. Weißt du, mit dem Fallschirm fliege ich hier durch wie eine Eins, ne? Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ich fände es gut, wenn er sich hier in den Bäumen verheddern würde. Und man dann erst wieder den Fallschirm, ja, einziehen müsste, damit er sich, ja, weiß Achtung. Ich nicht. Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Ja, wo ist denn jetzt hier einer? Hier ist doch gar nichts. Eieieiei. Zentrale, Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Nein, ich brauche keine Anfrage. Zentrale, das Ziel ist immer noch da draußen. Nein, ist es nicht. Woher weiß er denn, dass es ein R ist? Boah, hier ist ja auch schon wieder so riesig. Guck dir das an. Ach, das ist das. Ach, ich bin ja auf... Ich bin in die falsche Richtung. Aua, jetzt lass das doch mal. Ich bin auf dem falschen Kurs. Ich sollte nicht Pilot werden. Treibstofftank? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Hier Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Ich bin in die komplett falsche Richtung geflogen. Kann das sein? Auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Nee, brauchst du nicht. Ich bin schon weg. Urlaub ist schon gebucht. Wir so. Haben ihn verloren. Zurück auf eure Posten. Oh. Das Örtchen kann man befreien. Zwei Lautsprecher und was? Eine Flagge? Nee, die Flagge ist immer... Ach du, ganz ehrlich. Lassen Sie mich durch. Ich bringe Sie auch nicht in Schwierigkeiten. Versprochen. Lass ihn durch!
Ich wollte nur mal ein Machtwort sprechen. Das war doch nicht... Nein, ich tu dich nicht. Ich tu dich nichts. Ich bring dich krankenhaus, ja. Genau. Guck mal, der hat keinen Schiss vor mir. Der weiß, dass ich dem nichts tue. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Verstanden. So. Verstärkung ist unterwegs. So, das machen wir noch eben schnell. Kriegen wir hin. Nee, hau ab. Lass mich in Ruhe. Mach dich vom Acker, Kollege. Wir könnten auch nur doof rumstehen, ne? Aua. Ich hatte Vorfahrt, du Wichser. Oh, Verstärkung, 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 weißt du? Ich mach doch nur meine Arbeit. Statue. Ja, nee, brauchst du nicht. Wo ist denn der Lackaffe? Da vorne. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Boah, beim nächsten Mal spiele ich wieder Uncharted, ey. Ganz ehrlich. Nein. Ich mag das Spiel. Weiterhin. Los, findet den Rebellen. Er darf nicht entkommen. So, ins Arschloch. Funktioniert das? Jetzt müsste doch rein, theoretisch. Genau. Und jetzt noch ein Lautsprecher. Hoppla, war ich das? Wo ist denn der? I don't find... der Lautsprecher, da vorne ist er. Aua, oh, Sack geprellt. Eieieiei. Protokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Ja, Rico, was tust du? Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Der macht das wohl noch nicht ganz so lange, ne, wie ich dachte. So, where are the Flagge? Flagge ist hier. Sichtkontakt verloren. Nein, du hältst jetzt die Schnauze, Erik. Ach ja. Pontragitta, 1205 Ansiedlungen. Super. So, jetzt kannst du mit der Mission weitergehen. Die Folgen sind ja lang genug, ne? Jetzt stellt euch mal nicht so an. Weißt du? Ich produziere hier wahrlich den perfekten Content für YouTube. Für YouTube. Und ihr stellt euch an. Weißt du? Wehe, das nimmt einer ernst. Eine lange und gefährliche Straße. Alles klar. Rico, zweifellos ist deine Freundin Dima eine brillante theoretische Wissenschaftlerin. Aber das Gerät in dieser Bauweise kann die Ladung nicht speichern. Es wird schon funktionieren. Habt ihr das nicht im Labor mit dem Panzer getestet? Eigentlich schon, aber wir mussten ein paar Teile des Panzers dafür benutzen. Deswegen konnten wir es nicht testen. Toll, das hat mich einen wertvollen Panzer gekostet. Also sieh zu, dass wir das hinkriegen. Du musst dir keine Sorgen machen. Wenn nicht alles in die Luft fliegt und uns tötet. Hey, ich kann dich hören. Dima, was meint er damit? Kann das Ding explodieren? Ach, Geschwafel. Blödsinn. Die Energie verteilt sich, sobald die Zündung erfolgt. Bevor er zerreißt, ist das Gerät. Also, was machen wir jetzt? Ein Feldversuch. Wir müssen an funktionierenden Panzern testen. Das Gerät hat nur genug Energie für eine Entladung. Eine Explosion. Es reicht. Danke, Dima. Entschuldige. Hör mal. Dein Freund Sheldon ist in der Höhle aufgetaucht. Er ist ein gefährlicher Mann. Er hat uns verraten, wo wir ein paar Bavarium-Panzer finden. Hat er das? Was für ein Zufall. Sheldon sorgt zurzeit für einen Zufall nach dem anderen. Was hast du jetzt vor? Was haben wir für eine Wahl? Packen wir es an! Bleib an uns dran, Rodriguez. Gleich gibt's Ärger. Und nicht schon wieder. EMP. Dein Freund Sheldon ist wirklich bestens informiert. Will er dich aus irgendeinem Grund töten? Ist toll, jemanden wie ihn im Team zu haben. Mhm. Sheldon ist sein eigenes Team. Oh. Kein Scheiß. Kommt jetzt wieder irgendwer? EMP und Verbündete beschützen, ja. Achso, das gerade mit der Sequenz, ne? Sorry, wegen dem Radio. Wie? Soldaten. Jetzt warte doch mal. Niemals die Deckung verlieren, Freunde.
Eieieiei. Stirb doch mal, Mensch. Warum treffe ich den denn nicht, den Wichser, Mensch? Komm, nicht so. Ist der tot? Ich rate dir, liegen zu bleiben, Kollege. Amüsierst du dich, Rico? Ja, was ist denn mit dem Kollegen da oben? Ach, weißt du was, du kannst mich mal. Das war unheimlich, findest du nicht, Rodriguez? Nee, gar nicht. Die Kühlung hat was abgekriegt. Die macht's nicht mehr lange. Kriegst du das hin? Nicht in der Zeit, die wir haben. Finden wir raus, wie weit wir kommen. Na, guck mal da hinten. Das klingt ja nach einem sicheren Plan. So. Stellt sich mir noch irgendwer also in den Weg? Woher denkst du, kamen diese Soldaten, Rodriguez? Routineüberprüfung? Jo. Wohl kaum. Sie sind hinter dem Truck mit dem EMP her. Die Ravello weiß etwas. Der weiß alles, der Mann. Das ist ja das Schlimme. Haltet die Augen offen, Leute. Ja, Sheldon. Ist doch kein Geheimnis. Oder liege ich falsch? Ich weiß es nicht. Sheldon ist der Maulwurf. The Mountie. Das sieht verdächtig aus. Oh nein. Ich mach den Ciao. Fahr weiter, Mädchen. Bleib doch nicht stehen wegen so ein paar Lackaffen. Die können uns doch überhaupt nicht aufhalten. Boah, ist das schlimm mit euch. Bam. Wir können erst hier weg, wenn du die Soldaten Bam. Erledigt hast. Mach in den Arsch. Baby, ich geb's dir richtig hart, Alter. Bleib liegen. Bleib liegen. So. Ich hoffe, Theo und Annika haben ein bisschen dazugelernt, weil die waren in der letzten Mission. Die haben sich so dumm angestellt. Also, und Helikopter fliegen können sie auch nicht. So. Wo sind die denn? Bleib liegen. Bleib. Treff den doch. Mensch, Rico. Bleib liegen. Bleib liegen, hab ich gesagt. Wo ist der Heli? Wenn ich aggressiv wirke, ne? Das ist das Spiel. Es tut mir leid. Ja, wo ist er denn? Ach, da. Hallöchen, Popöchen. Herzlich willkommen zurück, ne? Okay, raus mit dir. Verschwinden wir von hier. Ja. Damit das klar ist, nach der Nummer hier schuldest du uns noch einen Gefallen. Nee. Dreh um, Theo. Sie kommen von hinten. Oh, nee. Die geben sich ja richtig Mühe. Bleib doch mal stehen. Kann ich den Leo eigentlich treffen? Ach, den Leo, sag ich. Den Theo. Sorry. Nee, aus hier. Was den Blödsinn, Rodriguez? Was denn? Welchen Blödsinn denn? Was will die denn jetzt von mir? Weißt du, die ist nur am Meckern, die Olle. Nur am Meckern. Weißt du, ich mache hier meinen Job. Beschwert sich aber. Trotzdem. Ich bin zu langsam. Liegen bleiben. Willkommen auf meinem Auto. Weg da. Ich hab Termine. Ich treff dich nicht und treff dich nicht. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ach komm schon, wir stecken fest, Rico. Nein, steckt ihr nicht. Was ist denn jetzt falsch? Ciao. 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 Wo denn? Tschüss. Hasta la vista, Baby. Ah, Torsteuerung. Ja, sag das doch. Hätte ich das Ding nicht auch einfach... Ja. Weg hier, über die Brücke, schnell. Ja. Legen wir sie ab. Tolle Idee. Schätze, das ist eine Einbahnstraße. Nee, würde ich... Nein, glaube ich nicht. Aber warte mal. Von Tür zu Tür. Und von Auto zu Auto. Hä, wo ist er hin? Ja! Kontrollpunkt. Oh, Waffen. Zu den Waffen! Ja, jetzt schieß mich doch nicht gleich ab. Los, Rico. Nicht trödeln.
Ja, Schnauze. Ich bin schneller als du. Wenn ich will. Hä, der ist weg. Der hat sich vom Acker gemacht. Job gekündigt. Der hat sich einen neuen Arbeitgeber gesucht. Alter. Wir müssen sie abschießen. Nicht gut. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Oi. Bam. Mach's gut. Bleib liegen, Kollege. Und du auch. Ja, wo sind sie? Hehehe. Ciao. Bleibst du liegen? Bleib liegen. Alles klar, fahren wir. Jo. Superheroes. So, wer will noch Stress? Boah, ich wollte gerade fast die falsche Taste drücken. Ach, falsches Moped. Ja, wartet mal. Wartet. Die schicken tatsächlich Panzer. Ja, stell dich doch nicht so an, Mensch. Woman. Lass den Blödsinn, Rodriguez. Halt die Schnauze. Macht mich aggressiv, die Frau. Und nicht, weil sie eine Frau ist. Oh, das ist doch nicht wahr. Hier, ich schmeiß jetzt Granaten. Aua! Hier, friss den Scheiß. Nimm mich mit, Kollege. Bam. Hey, hallo, ich sehe nichts. Ja, ist okay. Lass dir was einfallen, um den EMP-Truck zu schützen. Ja, mein Gott, dem geht's doch noch gut. Stell dich doch mal nicht so an. Das ist ein Panzer. Ja, aber was soll ich denn gegen den Panzer tun, Frau? Yo. Der hat einen Bums drauf. Stehen bleiben. Hinter uns kommen noch mehr. Ja, und ich kann mich nicht bewegen. Wie viele sind das denn? Rodriguez, sobald wir drüben sind, spreng die Brücke. Damit rechnen sie nicht. Aua, ich kann... Ja, irgendwie gibt's heute Steuerungsprobleme. Nee, ich mach das jetzt anders. Hier. Bleibt, wo ihr seid. Geht wieder nicht. Dumm programmiert. Sprengen die Brücke? Wie, zu weit weg? Könnt mich mal zu weit weg. Hier, da. Tschüss. Du fährst uns genau vor einen Armeestützpunkt? Ist das dein Ernst? Wir müssen hier raus. So, feindliches Fahrzeug. Waffen. Zu den Waffen! So. Wo ist er? Da war doch gerade einer. Hab ich den erwischt? Mir egal. Da kommen Helikopter! Nee. Nicht das auch noch. Ja. Komm, näher dich. Ja, komm. Sorry, Theo. Ah, das sind gleich zwei. Ja, ja. Rein da, so werden wir wenigstens die Helikopter los. Nein, ich bin rausgeflogen. Oh, ich stelle mich heute wieder an, ne? Wieder 1A-Profi hier. Bist du sicher? Das ist beunruhigend. Hä? Idee, halt die Schnauze, wenn ich mit dir rede! Ich hätte nämlich eine. Nicht jetzt, Annika. Das ist Theo. Oh, reg dich ab, Amigo. Dann reden wir eben später. Ja, reden wir auch. Dann du bist nämlich nur noch am Norgel. Oh, Helikopter, Vorsicht! Ja, Helikopter, Vorsicht!
Vorsicht, ich hab mir einen Tanker geschissen. Amüsierst du dich, Rico? Halt die Klappe. Oh, Mist. Nicht getroffen. Oh, nicht schon wieder. Wann ist denn diese Fahrt mal vorbei? Kann doch nicht angehen. Gut, dass ich das Auto nicht fahren muss. Nein, och Rico, jetzt Mensch. Aua, ja, aua. Ja, ist okay, fahr. Ja, okay, fahr halt über mich drüber, Theo. Ist okay. Ich hab's ja auch nicht anders verdient, ne? So. Da sind die Panzer. Schnauze. In diesem Punkt hat Sheldon nicht gelogen. Oh oh. Oh oh. Muss die Panzer loswerden. Rico, der EMP-Truck hält nicht mehr lange durch. Ja, tut er auch nicht. Nimm das Fass mit, Kollege. Du sollst das Fass mitnehmen, Mensch! Das Fass! So. Da ist eine Waffe. There is a weapon! Was ist das denn für eine? Oh, das Schnieper. Auf wen schießen die denn? Von welcher Einzelperson lassen die sich denn aufhalten? Das ist furchtbar, ist das. Hier, Platz da und dann hat sich der Scheiß. Sind wir nah genug dran? Das hoffe ich doch. Ja. Schalt das Gerät an. Hä? Was? EMP aktivieren. Was ist denn das? Da passiert gar nichts. Die Autos gehen gleich hoch. Nichts wie weg hier. Ich gebe zu, ich bin enttäuscht, Mr. Sheldon. Tja, dann besprechen wir das doch bei einem Drink, Sebastiano. Mano a mano. Ich habe keine Zeit für Smalltalk, Mr. Sheldon. Vor 20 Jahren haben wir etwas vereinbart, Sie und ich. Sie halten Ihren Teil nicht ein und das enttäuscht mich. Also, Sie und Uncle Sam hatten einen Deal. Sie und ich. Wir haben darüber hinweggesehen, wie sie das Volk von Medici behandeln. Und wir haben auch darüber hinweggesehen, was sie die Malmasri angetan haben, die übrigens nur eine Leibgabe war. Ich habe über Rico Rodriguez hinweggesehen. Bis jetzt. Wissen Sie noch, was wir abgemacht hatten? Natürlich weiß ich das noch, Sebastian. Wirklich? Ich bin Herrscher über Medici. Sie versprachen mir eine Allianz mit den Vereinigten Staaten, was ich erledigt hatte, als der Junge, den ich für Sie zum Waisen gemacht habe, zurückgekehrt ist. Ein Junge, der wütend durch mein Land marschiert und mich vor meinem Volk wie einen Idioten aussehen lässt. Hören Sie, Sebastiano. Denken Sie, ich genieße es, vor meinem Volk wie ein Idiot auszusehen? Ich weiß, Sie haben ihm gezeigt, wie man meine Panzer zerstört. Ich sehe alles, was auf Medici passiert, sogar in dunklen, feuchten, kleinen Höhlen. Es gibt nichts, was meine Flammen nicht verbrennen können, Mr. Sheldon. Kommen Sie nicht wieder. Mission abgeschlossen. Eine lange und gefährliche Straße. Trophäe erhalten. Die Macht des Bavariums. Erst kommen alles. Weitermachen. Was?
Ah, jetzt sind wir so langsam wieder... Hey, Amigo. Ja. Ich hatte eben ein unerfreuliches Gespräch mit unserem gemeinsamen Freund Di Ravello. Hm. Schau doch mal in der Höhle vorbei, in der ihr euch eingenistet habt. Oh nein. Ja, also mir war klar, dass das Sheldon dahinter steckt. Das ist, ja. Das, nicht, das war mir bewusst, aber es war mir klar. Wir sind so langsam an einem Punkt, ja, wo es tatsächlich blind ist. Also selbst in meinem ersten Spieldurchlauf, wo ich es nicht zu Ende gebracht habe, bin ich nicht weit gekommen, aber selbst den Punkt haben wir jetzt mittlerweile überschritten. So, die Höhle. Wird mir die hier irgendwo angezeigt? Oder erwartet das Spiel, dass ich weiß, wo das ist? Alle Mann vom Bord. Aha, okay. Das ist aber ein gutes Stückchen, ne, Kollege? Ja, aber hallo. Elektromagnetischer Impuls. Wo bin ich denn, sag mal? Ich bin hier. Ja, das ist ein gutes Stückchen. Ach, guck mal, hier, Polizeistation Generator. Da können wir doch einen kurzen Zwischenstopp machen. Jetzt wartet doch mal. Heute ist eh so eine kleine... Ja, was heißt klein? Man sagt doch mal klein, ne? Heute ist so eine... Ja, wie soll ich das nennen? So eine Zwischendurchfolge? So ein bisschen Story? So ein bisschen... Ja, so ein bisschen kreuz und quer durcheinander gefaselt. Dann komme ich heute mit der Steuerung nicht klar. Es ist ein bisschen cringe, ne? Darf man ruhig so sagen, ne? Es ist ein bisschen cringe. Ich muss mir mal eben hier kurz das markieren. Ich weiß, das sind jetzt nur 200 Meter, aber ich bin heute zu nichts fähig. Ich weiß nicht warum. Tag war völlig in Ordnung, soweit. So, im Visier der Obrigkeit. Jo, das juckt mich herzlich wenig. Solange es nicht Sperrgebiet ist, ist mir das eigentlich relativ. So, die Flagge. Hier ist ein klar das Überwachungssystem. Okay, dann mache ich das zuerst. Dann gucke ich mal. Diomi. So, ist das da hinten? Ja, hier fängt's an. So, deaktiviere alle Monitore. Weil jetzt nämlich sprechen das auch nicht mehr. Jetzt haben wir... Hallo! Jetzt haben wir nämlich auch keinen Alarm... Sag mal, Rico, was ist heute mit der Steuerung los? Sag mal, ganz ehrlich. Ich weiß, das Spiel ist schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile. Sag mal, bist du eigentlich komplett behindert? Was macht der Typ? Was macht der Junge? Guckt euch das an. Bin ich das? Also... Was war das denn jetzt? Nee, sei ruhig. Die wissen nicht, dass ich hier bin. So. Mach ich es halt so. Kloppt. Weißt du, stellt sich an wie so ein Affe. Da! Der spricht Russisch. Da! Oh, es sind vier. Wo ist er? Da oben. There it is! Warte, warte, Nase kitzelt. So, jetzt aber. Oh Mist, wie komme ich da jetzt so auf die Schnelle hoch? So. Nee, 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 nee. So, jetzt hoch da. Ach, der Mann, ne? Der ist so ein bisschen... Ey, komm, wenn ich das jetzt noch verkacke, ne? Oh Gott. Sehr gut. Das Überwachungssystem ist hin. Dann fehlt jetzt noch... Ja, ich erinnere mich, ne? Der Generator. Und der ist direkt vor meiner Nase. Dann befreien wir noch die Polizeistation. Aber hier sind die meisten Tore schon offen. Was ist denn? Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe gerade den Pfahl mit nach oben gezogen. Hier. Das wollte ich gar nicht. Halt die Schnauze. Ja, entschuldige bitte. Sorry, dass ich existiere. Mensch. Feindaktivität. Alle Einheiten hier. Nein, nimm die Waffe. Ich werf da jetzt Granaten hin. Das ist mir jetzt auch egal. So. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das war schon immer so. Ach ja, hier habe ich ja elendig nach dem Tor gesucht, ne? Ich hatte gehofft, dass sich das jetzt mit dem Generator erledigt hat. Aber nee, die Polizeistation ist noch nicht ready. Los, finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen.
Ich laufe jetzt einmal außen rum. Die Dinger sind ja markiert, ne? Die Tore mit aktivieren. Oder es sind halt Tore, man erkennt so optisch ein bisschen. Aber hier ist nur Müll. Ach, Rico, hör doch auf, dich festzuhalten. Suche abbrechen. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Ja, das würde ich jetzt so nicht nennen. Das ist... So, guten Tag. So. Ja, nee, lass das mal. Habe ich jetzt nicht nötig. Ciao. Aua! Lass das, das ist Körperverletzung. Doch mal, willst du Stress oder was? Willst du Stress? Finde den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Bleib liegen. So, ich finde das letzte Tor nicht. Oh nein. Das ist, nee. Wir schicken zusätzliche Einheiten. Lass das mal. Nee, lass das mal. Nein, keine. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Mutter Natur. Ich bin sowas von bereit. Ich verstehe es nicht, was es mit der Polizeistation auf sich hat. Hier fehlt irgendwo noch ein Tor und ich sehe es nicht. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wieder. Guck mal, das hier sind diese Tore. Was zum Teufel ist da draußen los? Bitte komm! War's das jetzt? Nee. Ich bin nur entkommen. Ich finde diese Tore nicht. Oder ist das hier so ein Tor? Das war eins. Aber die kann man zerstören? Das wusste ich gar nicht. Verstärkung anfordern. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Er hat eine Waffe. Er hat eine Waffe. Irgendein Idiot hat die... Was? Was? Als Maul. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ich verstehe nicht, was es mit dieser Polizeistation auf sich hat. Hä? Was habe ich gemacht? Wieso war es das jetzt auf einmal? Ach, weißt du was? Dieses Spiel ist heute echt strange. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Nein, gibt keine Einheiten mehr. Och, Rico. Lauf, Schüsse, Kacken, Durchfall. Ja. Die Garage ist nun verfügbar. Oliver Bassotur. Bastratzen-Explosion. Precipto Garagata. Und 1 von 5 Ansiedlungen. Viva la Revolution. Ja, viva la. Viva la Babushka. So. Können wir jetzt weitermachen. Heute läuft gar nichts. Heute läuft absolut gar nichts. Und wisst ihr was? Einfach... Weil wir die... Hier, einfach, weil es geht. Ach, Schnellreise, das geht. Kann ich hier auch Wegpunkt löschen? Nee, hier. Ich will das zwar nicht machen, jetzt hier diese Mission oder dieses Bootsrennen, diese Nebenquest, aber ich mache trotzdem eine Schnellreise. Einfach, weil es geht. Und jetzt schneide ich den Ladescreen auch nicht raus, weil ich voll reingequatscht habe. Weil ich einfach ein schlauer Mensch bin. Aber dann nutze ich die Zeit und entschuldige mich nochmal, dass heute alles so, ja, durcheinander ist. Klar, wir spielen Just Cause. Da hast du mal ab und zu ein bisschen Hauptstory, so ein bisschen Provinzen befreien und so. Aber trotzdem, heute ist echt schlimm. So, alle Mann vom Bord. Let's go. Ja, das könnte funktionieren. Keine Sorge, deinem Freund Mario geht's schon viel besser. Ich würde ihn aber noch nicht von hier wegbringen. Hattet ihr nicht gesagt, Sheldon wäre hier? Hey, schön, dass du auch vorbeischaust, Hombre. Wo ist dein Hut? Die Kurzversion. Die Ravello weiß, wo du bist und schickt eine gewaltige Armee, um dich zu töten. Ach, wie konnte das nur passieren? Theo, komm. So eine freche Göre. Das ist aber schon ein erstaunlicher Zufall, Sheldon. Hey,
So ist das nicht, Partner, und das weißt du auch. Ich wollte dich nur warnen, dass die Ravellos Flamme in diesem Moment zu dir unterwegs ist. Die Ravellos Truppen werden bald hier eintreffen, zerstören diesen EMP und töten dann Dima. Du spielst wie immer in beiden Teams, hm, Sheldon? Okay, dann mach mit der Information doch, was du willst. Wir sehen uns später, amigo. Seid ihr bereit für ein bisschen Action? Nett von dir, Rico, aber auf Selbstmord stehe ich nicht so. Kommt schon, Theo. Nein, nicht dieses Mal, Rico. Viel Glück. Dima, ist der EMP bereit? Ja, Theo hat Talent als Ingenieur. Das Gerät ist stabilisiert. Es wird nicht explodieren. Gut, dann schmeiß das Ding an. Wir werden es brauchen. Wir richten hier die Verteidigung. Rico, ich kann kämpfen. Mario, du musst es langsam angehen. Doch, das geht schon, Fratre. Dima bleibt bei mir und ich bleibe bei Dima. Pass auf dich auf, Fratre. Habe den EMP in den Hafen verlegt. Kann die Höhle von dort besser beschützen. Alter, was ist das denn? Alter! Was? Das sind ja Massen. Ja, ja, warte. Ziele? Ich? Geh. Sei Rico Rodriguez. Moment. Sie dürfen das Gerät nicht zerstören, bevor wir es benutzen können. So. Ich nehme mal das hier, ne? So. Ciao! Da kommen ein paar Militärfahrzeuge, Rico! Ja. Das ist. Schnapp dir das MG! MG? MG klingt gut. Wo? Wo? Fratre, wo? Ich seh's nicht. MG? Welche MG? I don't know what you mean. Welche MG? Was meint ihr? EMP? MG. Nur noch diese Abkürzungen. EMP, MG. Also MG weiß ich ja, was das heißt, aber. Ich komme da nicht hin. Ich habe einen kurzen. So. You are exploding and you are too. Weg, 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 weg. So, bam! Schnauze! Bastardos! Landungsboote! Gefahr! Aber nein! Oh. Alter, die Synchronsprecher hatten Spaß, ne? Oh. Ach, das ist der. Ach, den muss ich schützen. Ja, alles klar. Okay. I know what you mean. Ist hier noch eine MG? Waffen? Nee. Och, du Scheiße! Wie soll ich denn... Wie? Die schießen auf mich wie die Verrückten. Was soll ich denn dagegen tun? Und was ist mit ihm falsch? Ich weiß es nicht. Nein! Dimar! Mario! Wiiiia! Bleib lieben, Kollege. Ich rate es dir. Alter! Fratre! Kugeln beschädigen die Maschine, das ist schlecht für die Kalibrierung. Unerfreulich. Ja, ja. Mario stirbt gleich, ey. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Oh, keine Muni. Ich muss da rein. Bam. Hehehe. Besser ist das. Ey, das Boot brennt. Ist das normal? Na, ja, genau, natürlich. Mm, klar. Was war das denn jetzt? Jetzt haben die auch noch Raketenwerfer. Oh. Habe den EMP in den Hafen verlegt. Kann jo. Die Höhle von dort besser beschützen. Halt dich von dem Teil her. Wenigstens treffen sie so nicht beide Ziele mit einem Schuss. So. Ja, ja, warte. Ziele? Ich? Geh! Sei Rico Rodriguez! Sie dürfen das Gerät nicht zerstören, bevor wir es benutzen können. Hm? Oh,
Ich kann nicht nach... Da kommen ein paar Militärfahrzeuge, Rico! Es ist furchtbar. Schnapp dir das MG! Ja, ich komm damit aber nicht dahin, du hohle Frucht! Schnauze! Du auch! Bleib liegen! Es lohnt nicht. So. So. Hä? Nein, das wollte ich gar nicht. Ciao. Liegen bleiben. Bleib liegen. Wie keine Munition mehr. Oh, ist das furchtbar. Oh nein, hier werde ich ein bisschen... Ja, hier werde ich ein bisschen strugglen. Struggle, Strambrusto und Gos, Kamama Vishkrino. So, ihr kleinen Strecher. Komm, explodier. Ja, komm. Ja, nee, ich weiß da nicht, was ich für eine Taktik nehmen soll. Ich kann mich mit dem MG nicht weiter umdrehen. Ich kann es rausnehmen. Ich kann das MG rausnehmen. Ja. Es ist wie in der allerersten Mission. Es wird mir nur nicht angezeigt, weil ich es schon mal gemacht habe. Ja, das ist das Rätsels Lösung. Zumindest vorübergehend. Das werde ich versuchen. Habe den EMP in den Hafen verlegt. Kann die Höhle von dort besser beschützen. Jo, mach das. Halt dich von dem Teil fern. Wenigstens treffen sie so nicht beide Ziele mit einem Schuss. So. Ja, warte. Ziele? Ich? Geh, sei Rico Rodriguez. Sie dürfen das Gerät nicht zerstören, bevor wir es benutzen so können. Haha, mit Viereck geht das nämlich. Ja, mag sein, dass wir jetzt ein bisschen langsamer sind, aber... Damit gibt's wenigstens ordentlich Mangiarde! Da kommen ein paar Militärfahrzeuge, Rico! Ja, juckt mich ein Scheiß. Schnapp dir das MG! Die Frau kann ja schreien. Hör auf damit, du... Pisskind! So, und das Geile ist halt, wir haben unendlich viel Munition. Da ist noch was zum kaputt machen. Kaputschki machen. So, ich mach alles kaputt. Oh, das Geräusch ist auch geil, wie so ein Vibrator. Tschüss. Oh, guckt euch das an. Das ist so viel angenehmer. Es ist einfach so viel angenehmer, das Ganze. Das ist einfach... Rico, der EMP wird beschädigt. Du musst ihn verteidigen. Ja, jetzt stell dich doch mal nicht so an, Mensch. Lass das doch mal sein hier. So. Ja. Ich kann in den Ding leider nicht rennen, ne? Das ist das einzige Handicap. Aber wir kriegen zumindest... Wir haben halt unendlich viel Muni. Das ist halt das Geile. Und auch wenn ich hier zwischendurch so ein paar Schüsse mitkriege... Boah, geh doch weg, ey. Die treffen mich halt, ne? Warte, kann ich nicht... Nein! Nimm... Nein! Das glaubst doch nur du, ne? Nimm die mit! Rodriguez, nimm die Waffe mit! Ist der dumm oder was? Schmeißt er die Waffe weg? So, weg! Das ist doch nur Karton hier! Kommt mir ein bisschen so vor wie Silvester. So ein bisschen. So von den Lichteffekten her. Boah, ist das schlimm. Was? Wie Mario? Hä? Wie? Was? Ich hab doch nichts falsch gemacht. Boah, ist das schlimm heute. Habe den EMP in den Hafen verlegt. Kann die Höhle von dort besser beschützen. Ja, schön. Gut, halt dich von dem Teil her. Wenigstens treffen sie so nicht beide Ziele mit einem Schuss. Ja, warte. Ziele? Ich?
Geh, sei Rico Rodriguez. Sie dürfen das Gerät nicht zerstören, bevor wir es benutzen können. Stehen bleiben. Hier kommen ein paar Militärfahrzeuge, Rico. Vorwärts, schnapp dir das MG. Ja, werde ich auch müssen. So. Jetzt geht's los. Lass das sein, auf mich anzuschießen. Dadurch treffe ich nicht so, wie ich will. Hört ja einfach auf zu schießen, weißt du? Ja. Besser ist das. Besser ist das. Besser lässt es sein. Ich gehe jetzt auf die Pumpe. Und zerstöre alles allerlei. So, das fährt nicht runter. Das ist gut. Das geht alles. Das geht alles. So. Landungsboote. Gefahr. Ja. Aber das MG. So, was ist mit Mario? Der ist lebenstechnisch ist er noch im Game. So, die bleiben da, wo sie sind. Das finde ich gut. Oh, das MG ist halt scheiße langsam, ne? Okay, warte mal. Kann ich das irgendwie? Irgendwie. Nee. Geht nicht. Furchtbar. Nee, lass das mal, Kollege. Hör auf. Schießt mich irgendwer an, oder was? So. Lasst Mario in Ruhe. Lasst den Mann in Ruhe. Alter, guck mal, wie schnell der Leben verliert. Guck mal. Guckt euch das an. Was machen die denn? Guckt euch das an. Der ist gleich tot. Der hält ja gar nichts mehr aus. Der Mann. Der ist nicht verletzt. Der ist... Weiß ich nicht. Alter. Ich muss mich direkt vor den stellen. Aber warum? Guck mal, wie der da auch steht. Der duckt sich nicht in Deckung. Gar nichts macht der. Ja, den hat's getroffen. Den jungen Mann. Geht auch nicht kaputt, ne? Nein, warum sollte er auch? Weißt du, der steht da rum. Der MP wird beschädigt. Du musst ihn verteidigen oder die Höhle wird überrannt. Oh, da hinten ist noch eine MG. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Wo? Gib her, das Ding. Ich mach euch platt, Alter. Ich nehme euch auseinander. Aber gleich gehen sie wieder auf Mario. Ich sehe es doch schon kommen. Nee, da ist niemand. Wo sind die denn? Da hinten. Du kleine Kacksau. Komm schon, Rico, holen wir uns den Strand zurück. Ja. Helikopter im Anflug. Nee. Rico. Nee. Nein. Auf dem Wrack gibt's ein Flugabwehrgeschütz. Wo? Flugabwehrgeschütz. Lass liegen. Gib ihm. Och, Rico. Mensch, geh doch da hoch, Kollege. So. Oh Mist, jetzt muss ich nur treffen. Triff bitte einfach. Danke. Have a nice day. So. Nee. Lass das. Ich muss nur treffen. Nur treffen. Lukas, nur treffen. Rico, sie kommen mit Drax. Mit was? Nicht mit Drax. Sie beschädigen die Maschine. Das ist schlecht für die Kalibrierung. Unerfreulich. Oh, ich will nicht schwimmen. Wo ist meine MG hin?
Oh nein, lasst mir den Mario in Ruhe. Der hält doch nichts aus, der Mann. Oh, so eine Flachzange. Hilfe, und das hat keine Kontrollpunkte. Der Mann hält halt nichts aus. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der ist nutzlos. Der schützt sich nicht, gar nichts. Das ist zum verrückt werden. Komm schon, Rico, holen wir uns den Strand zurück. Ja, es gab einen Kontrollpunkt. Helikopter im Anflug, Rico. Scheiße. Rico, auf dem Wrack gibt's ein Flugabwehrgeschütz. Ja, das hoffe ich. Schnell. Nichts wie hoch da. Nein, was tut der Mann denn? Oh, mein Gott. Stelle ich mich doof an, sag mal, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ciao, der ist Geschichte. So. Wo sind sie? Hei. What? Wie? Warum? Oh, noch mehr Helikopter. Scheiße. Boah, ist das eine... Das ist weg! Was? Wieso ist das... Was? Nein! Was? Hä? Ja, nicht nur mit Drax. Oh, ist das furchtbar. Was? Flugabwehrgeschütz? Oh, Rico. De Janeiro, Mensch. 88 Meter. Nee, ich muss jetzt hier den Mann beschützen. Jetzt geh doch nicht dahin. Bist du denn bescheuert? Ey, der Mann ist aber auch lebensmüde, ne? Gerät ist fast geladen. Du kannst es in Kürze aktivieren. Das deaktiviert alle Fahrzeuge. Hält Soldaten auf. Ey, der Mann... Fallschirmspringer geortet. Nee, jetzt... Bringen wir es hinter uns! Du bist immer noch verletzt, Mario. Ja, aber das ist ihm ja egal. Ich hab mich noch nie besser gefühlt. Holen wir sie uns. Ich bin out of Muni. Und der Mann hält keinen Schuss mehr aus. Ey, ist das furchtbar. Scheiße. Kann der sich denn mal schützen, der Typ? Oder ist der schwer vom Begriff? Der ist schwer vom Begriff, ne? Punkt aus Ende. Ich muss dahin. Da hilft alles nichts. Haltet eure Schnauzen. Ihr geht mir alle auf den Sack. Ist das alle furchtbar? Oh, ja, oh. So, Mario, ist er wieder da hinten? Nee, ist er nicht. EMP ist da. Scheißen Dreck. Dreck mit Scheiße. Oh, wenigstens haben wir die Rebellen auf unserer Seite. Ist das furchtbar? Ja. Stehen bleiben! In the name of the Gesellschaft? Ich weiß es nicht. Granitz! Gib mir die Granitz, Baby! Da! Fick dich! Oh, Rico, sie kommen von allen Seiten! Ja, du. Ist ja auch schwer vom Begriff, Mensch. Elektromagnetischer Impuls bereit. Was für ein Ding? Rico, nee. Feindliche Fahrzeuge sind jetzt in EMP-Reichweite. Ja, danke. Danke für den One-Shot. Danke. Ach nee, Mario ist tot. Ja, weißt du, es ist... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt den Kontrollpunkt bis zum Strand. Ich weiß nicht, was ich... keine Ahnung. Oh, Kontrollpunkt. Ist da noch die MG? Mario? Elektromagnetischer Impuls bereit.
Mario. Rico, feindliche Fahrzeuge sind jetzt in EMP-Reichweite. Aktivieren. Wir werden überrannt, Rico. Geh doch da weg, du Spa. Ja, danke. Danke. Ich habe das Gefühl, das Spiel will mir einfach nur die Ladezeiten aufdrücken. Kann das sein? Rico, sie kommen von allen Seiten. Ja. Sag mir, was ich tun soll. Außer mir die ganze Zeit Ladezeiten anschauen. Rico, feindliche Fahrzeuge. Mario, geh doch da weg, Mensch! Wir werden überrannt, Rico. Benutzt den EMP. Ja, hab ich vor. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aktivieren. Geschafft. Ich lade die Energiezellen wieder auf. Ja, und was hat das jetzt gebracht? EMP. Ich will meine MG wieder haben. Das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Besorg dir frische Munition, Rico. Die kommen sicher wieder. Ja, von wo denn? Hier ist die MP. Hier. Alles da. Oh nein, was machen sie jetzt? Oder sind das die Rebellen? Ja. Ich komm da nicht hin. Sag mal, warum? Das sind doch Fallschirme. Da schieße ich gerade durch. Dann sag mir doch mal bitte. Wo ist die MG hin? Sag mir doch mal bitte, wie die das überstehen. Und warum er die scheiß MG nicht höher halten kann. Wie kann man denn... Das ist doch nicht wahr. Es ist doch alles einfach nicht wahr. Hör auf, mich abzuknallen. Jetzt knall ich dich und deine Alte. Oh, wenn die gleich unten sind, töten die Mario. Nee, aber wir haben's. Kanonenboote auf dem Radar. Oh, jetzt schicken sie schon Schlachtschiffe. Ja, die schicken alles. Ich behalte das. Hier, Schlachtschiffe. Das Geräusch wird mich heute Nacht bis in meine Träume verjagen. Oh, es ist einfach zu viel. So, weißt du, ein Heli habe ich jetzt. Ja, ciao. Danke. Meine MG ist auch weg. Ist okay. Treffen tue ich das Schiff auch nicht. Und tot sind wir auch. Ich habe keinen Bock mehr. So langsam. Weißt du, ich mag das Spiel, ich mag die Story. Ich mag den Wingsuit. Es gibt vieles, was ich am Spiel mag, ne? Aber ich bin für Shooter einfach nicht gemacht. Es tut mir leid. Ja, warum spielst du sowas denn dann? Schnauze. So. Das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Besorg dir frische Munition, Rico. Die kommen sicher wieder. Mist. So, Mario. Rico, Fallschirmspringer. Ja. Ja. Die Frage ist nur, womit? Hier sind keine Waffen. Die sind doch sonst immer weiß markiert mit so einem weißen Punkt. Und da steht dann Waffen dran. Das ist nicht Fall, Mensch. Boah, was hätte ich jetzt gerne Sniper, ne? Könnt ihr verstehen, ne? Oh, guck mal hier. Ach, guck mal. Ja, geil. Kugeln beschädigen die Maschine. Das ist schlecht für die Kalibrierung. Unerfreulich. Ach, ich mach's. Ich guck mal hier, ich mach einen auf Deep Dark. Deep Dark. Nicht sterbi. Nicht sterbi. Puschka Brischko Noskri. Haltet euer Scheißmaul, Alter. Und schon wieder bin ich tot. Ich hasse dich. Ich mach das schon nicht mehr. Ich spiel was anderes jetzt. Spiel jetzt Mario. Aber nicht Frio, sondern Super Mario. Das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Besorg dir frische Munition, Rico. Oh. Sie kommen sicher wieder. Waffen.
Warum steht da jetzt Waffen? Wieso das nicht vorher stehen da tun, Bean? So, jetzt habe ich schließlich auch Tic-Tac. Die Taktik, meine ich. Nein, auch Mario, Rico de Janeiro und so. So, wo sind die jetzt? Da. Einer nach dem anderen. Ja. Meinst auch nur du, ne? Ha, Fallschirmfall. Kugeln beschädigen die Maschine. Das ist schlecht für die Kalibrierung. Ja. Ich kalibriere dir gleich auch mal eine. Hallo, wo will er denn hin? Ich hab doch nichts falsch gemacht. Und so. Tun irgendwas. Bean. Something. So. Uno. Wo ist das? Wo ist das? Da ist Katre und da ist Sis oder Sept oder was auch immer. Kanonenboote auf dem Radar. Ich hatte nur eine Jahre daran zu sicher. Guck mal, er ist ersoffen, weil er dumm ist. Kann ich gleich weitermachen. Ja, oh. Hier, und jetzt schnappe ich mir nämlich die MG und dann geht's richtig ab. Hör auf, mich abzuknallen! Nein! Nein! Nicht! Oh! Schwer vom Begriff, ey. Warum ist hier auch diese dämliche Mauer? Warum ist hier... Nee, ich kann so nicht arbeiten! Ich kann so nicht arbeiten! Nee, kann ich nicht. Ich kann... Das funktioniert nicht. Ich rufe bei der Regie an, das geht nicht. Das soll jemand anders spielen. Geht nicht mehr. Ist vorbei. Da schiebe ich mir doch lieber quer einen Stock in den Arsch, als mich hier einen abzuackern. So. Munition. Das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Besorg mir frische Munition, Rico. Die kommen sicher wieder. Ja, die kommen auch wieder. Ach, geht doch die Scheißtreppe hoch, ey. So. Ich weiß nicht, was ich davon haben will. Rico, Fallschirmspringer! Schieß sie ab! Ja, tu ich. Hab ich vor. Warte, ich muss nur an Höhe gewinnen. Nee, Rico, jetzt nicht Planschen-Time hier. Wo sind sie? Die Affen. Ich sehe sie nicht. Da. Ist das ein Sniper? Nee, ich weiß nicht, was das ist. Besser ist, ich hole sie da runter. Aua. Bam. Oh, bam. Bam. Und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Ja, warum? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Warum überleben die denn auch diesen Sturz? Das sind doch mit Sicherheit 10 Meter. Da ist doch... Safe ist da! Auf dem Radar. Oh, jetzt schicken sie schon Schlachtschiffe! Oh, vielleicht kann ich gleich weitermachen! Ja. So, was ist hier mit dem EMP? Kann ich nicht. Warum nicht? Steh ich nicht. Das ist ein Scheiß hier, Mann. Kackende Ding und alles. Heißt, das ist Metall und der schießt dagegen. Ey, da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich sowas sehe. Hier, das scheiß Schlachtschiff. Das hat mich vorhin umgebracht. So, Nummer 1. Helikopter im Anflug, sie greifen den EMP an. Die greifen gar nichts mehr an. Landungsboote. Ja, weg. Nein, geh weg! Panzer und Helikopter, wow! Die meinen es aber ernst! Wo kommt das denn her? Ich sehe das nicht. EMP wieder bereit. Benutze den EMP. Feindliche Fahrzeuge in Reichweite. Wie machen die das denn? Nee, ich verstehe das nicht. Hä, jetzt können die sich auch schützen? Was ist denn falsch?
Ich verstehe hier gar nichts mehr. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ciao. Ich mach die Biege. Was ist jetzt los? Jetzt ist der Mario schon wieder tot. Nee. Leute, ich glaube, das braucht einen Neustart. Ich glaube, das braucht echt einen Neustart. Weil jetzt habe ich nämlich überlebt soweit, aber der Mario, der hat mir zu wenig Leben. Aber der hält halt auch nichts aus. Ne? Macht das Sinn, ist die Frage? Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Besorg mir frische Munition, Rico. Die kommen sicher wieder. Ich weiß, wie ich es mache. Rico, Fallschirmspringer! Schieß sie ab! So. Wer nicht an Höhe gewinnt, der an Verstand. So. Und jetzt der Big Final. Wir haben Kanonenboote auf dem Radar. Ja. Oh, jetzt schicken sie schon Schlachtschiffe. Oh, vielleicht kann ich gleich weitermachen. Ja. Och, Rico. Ich muss es sagen, er ist manchmal so behindert. Ich hab nichts gegen behinderte Menschen. Aber das geht echt zu weit. Nein, weg, 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 weg. Wo? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Oh. Helikopter im Anflug, sie greifen den EMP an. Schön. Landungsboote, Gefahr. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Vorsicht, Bavarium-Panzer in Sicht. Panzer und Helikopter, wow, die meinen es aber ernst. Alter! Nein! EMP wieder bereit! Benutze den EMP, feindliche Fahrzeuge in Reichweite! Ja, mach ich. Wow, das Ding ist Wahnsinn! Alles fliegt in die Luft! Oh. Du solltest es Frigo 2000 nennen! Alter, da geht halt echt alles in die Luft. Gerät intakt, Fahrzeuge weniger. Kontrollpunkt! Theo wäre begeistert. Wir kommen gut ohne sie zurecht, was, Rico? Nee! Kämpfen wieder. Autsch! Rico, noch mehr verdammte Soldaten! Wo? Ich mach die alle fertig, Alter. Wir konnten noch nicht den ganzen Spaß euch überlassen. Ich wusste, ihr könnt es nicht lassen. Ich muss sicherstellen, dass das EMP mit meinen Modifikationen funktioniert. Oh. Ja, überfahr mich halt. Willst du mir nichts, Rodriguez? Oh, Wetter! Ich mag euch nicht! Ihr seid scheiße, ich mach euch ganz gern, wie es gab, du Sknodnosen. Jetzt kommt schon wieder so ein Helikopter. Achso, das sind nicht die. Annika, willkommen bei Frigo und etc. Nicht neidisch sein, Rico, okay? Du bist ja auch wichtig, aber au! Wieder habe ich dir den Arsch gerettet, Rodriguez. Ja, der Test war erfolgreich. Mario. Sie ist so männlich, ich liebe es. Woher wusste Diravello, dass wir hier sind? Vielleicht kann er hell sehen oder Nein, so. Nein, das war Sheldon. Sheldon ist Hellseher? Mario, ich traue ihm nicht, wir müssen ihn testen. Erzählt Sheldon, dass wir einen Angriff auf das Kraftwerk planen. Ist eine gute Idee. Ja, du legst den Köder. Mal sehen, ob Diravello anweist. Endlich, um Himmels Willen. Mission abgeschlossen, alle Mann vom Bord, ja. War das ein Krampf?
Rico? Nein! Ich untersuche eine Hypothese zur Energieversorgung der EMP-HSW, die Corsa Dracon bewacht. Aber Militär- und Überwachungsequipment sorgt für Interferenzen und verhindert Scans. Ich komme hier nicht raus. Befreie weiterhin Provinzen auf Insula Dracon. Verringere die Interferenzen. Ich hab dir jetzt nicht zugehört, sorry. Ich bin ein bisschen salty. So, mitnehmen. Ja, ich bedanke mich natürlich trotz alledem ganz herzlich fürs... Verpiss dich! Ich bedanke mich trotz alledem ganz freundlich bei euch fürs Zuschauen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Just Cause 3. Macht's gut. Ciao.